Frau Glöckner, Ministerin für Agrar. Rückgrat ist keines da. Was ist geblieben von misshandelten Tieren? Nur Grillfleisch für 90 Cent. Frisst Deutschland ungehemmt. Sie unterstützen das. Tierfleisch ist billig und sie ziemlich billig. Lobby quatscht ihnen ein. Alles das muss so sein. Und Lovers Kochshow zeigt so eine Marionette von der Kauflandkette. Grillfleisch von Kühen, die Sonne gesehen. Auf engstem Raum in Scheiße stehen. Packen Sie endlich den Koffer und gehen weit fort, sehr, sehr weit fort. Es ist nicht ihre Schuld. Es sind der Konkurrenzdruck am Markt, die Profitgier. Tiere waren schon ihren Vorgängern egal und ihren Nachfolgern werden sie auch egal sein. Andererseits sind sie sich selbst auch egal, denn... Sind ein, zwei Tiere an irgendeinem Scheiß erkrankt, wird alles, was man schlachten kann, mit Medis zugetankt. Das alles landet dann in meinem Frikassee. Resistente Keime schreien, Gesundheit, ade. Dabei könnte ein Viehwirt den Überblick behalten, dürfte er nicht derart massig Tiere verwalten. Das Social Distancing gilt für Tiere nicht. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Verzichten muss das Tier, der Mensch aber nicht. Wir wissen, all das hat das System verbrochen, doch mit System ist niemand angesprochen. Darum geht diese Message raus an die, die es unterstützen, so wie sie. Denn während kaum ein Kater seiner Mama steht, sind sie die Frau, die das nichts angeht. So wird es hier gehandhabt im Billigsektorland, denn Tierquälerei ist ja systemrelevant. Fleisch behandelt man die Arbeitskräfte täglich wie das allerletzte. Hier wird Moral ganz vergessen. Es muss Schluss sein, ja, es muss sein. Ihr wollt das so, ihr zeigt, ihr wollt das so. Bei Tönnies und anderswo. Stromschläge aus Grausamkeit, Köpfe ohne Gründlichkeit, Antibiotika im Fressen, kleine Wesen, die wohl Wesen verklagen. Machen Sie sich mal klar. Tierwohl sieht anders aus. Wo bleibt Ihr Tier, Mutter?